Einen wunderschönen guten Abend, heute Abend hier aus der Phoenix Kontakt Arena in der Begegnung des TBV Lemgo Lippe gegen GWD Minden. Heute stand es zur Halbzeit 14:14, der Endstand lautete 29:27. Ich begrüße den Gästetrainer Frank Carstens, Florian Kehrmann, unseren Trainer. Frank Carstens, vierte Niederlage in Folge, das tut weh. Ja, klar, also Niederlagen in Folge tun weh und gerade die Art und Weise letzte Woche hat natürlich extrem weh getan. Man muss da mal so ein bisschen unterscheiden zwischen den Spielen natürlich. Wenn man mit einem Tor gegen Flensburg oder gegen Rhein-Neckar-Löwen verlieren, dann ist das eine etwas andere Niederlage, als wenn man Essen mit 9 verlieren oder heute hier mit 2 Toren, dann empfinden wir das schon deutlich anders unter den Voraussetzungen, unter denen dieses Spiel stattgefunden hat. Und ja, wahrscheinlich auch noch einige Spiele stattfinden werden, auch in der Zukunft. Also für uns war das, fühlt sich das schon ziemlich bitter an. Wir haben uns hier natürlich was ausgerechnet und haben auch gesehen, dass ja, das Lemgo natürlich nicht komplett war, aber man könnte fast sagen, die Zahlen der Leute, die heute gefehlt haben, waren vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es war mehr die Art der Leute, oder wer wirklich gefehlt hat bei den einzelnen Mannschaften. Und wir waren nicht in der Lage, Pelivan so zu ersetzen wie der TBV seine Ausfälle. Und deswegen hat der TBV auch völlig korrekt gewonnen. Gratulation zu einer Leistung vom Sofa oder aus dem Bett, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Bei uns ist das komplett schief gegangen in Friesenheim, als wir die ähnliche Situation hatten. Ich werde gleich noch mal ein paar Fragen stellen, damit Florian mich da einweisen kann in dieses Fachwissen. Es tut, wie gesagt, es tut sehr, sehr weh, dass wir heute nicht letztlich auch an unseren Nerven gescheitert sind. Also das so möchte ich sagen. Wir hatten, glaube ich, die Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen, aber wir haben eigentlich zu keinem Zeitpunkt über die 60 Minuten uns irgendwie freigespielt, hatten immer so kleine aufflackernde Momente, wo wir uns über die Abwehr dann ein paar Konterbälle geholt haben. Aber letztlich war eigentlich über 60 Minuten immer so eine gewisse Unsicherheit mit drin. Und die hat der TBV einfach dadurch, dass sie das gemacht haben, was sie in den letzten 250 Spielen gemacht haben, nämlich ihr Zeug durchgezogen haben, dann souverän ausgenutzt. Also nochmal Gratulation, Florian, zu einer sehr starken Leistung. Danke, Frank. Ich gebe dir die Gratulation weiter, Florian, und dir teile dir das Wort. Herzlichen Glückwunsch zu diesem starken Spiel. Ja, erstmal vielen Dank für uns jetzt an dem Sonntag heute. Enden, glaube ich, so sehr ereignisreiche 3 Wochen. Vor 3 Wochen waren wir bei den Eulen und haben einen Sieg bejubelt und waren glücklich auf der Rückfahrt. Und dann kam dieses Schwert, was uns dann auch mal getroffen hat, dieses Corona-Schwert. Und wir mussten auf einmal alles komplett ändern, waren dann 2 Wochen in Quarantäne und hatten jetzt auch diese Woche doch immer wieder so Höhen und Tiefen. Ich glaube, zum Spiel, wir sind am Anfang, war es auf beiden Seiten ein Spiel mit ein bisschen Fehlern, mit eigentlich ganz, ganz, ganz guten Angriffsaktionen. Wir haben immer jedes Tor beantworten können und dann haben wir plötzlich 2-3 Mal wirklich einfache Fehler gemacht und Minden hat das eiskalt ausgenutzt und bis zur 20. Minute, wo es dann 8:12 steht. Da fehlt uns einfach wirklich eine gute Abwehrarbeit. Da haben wir Minden machen lassen. Sie haben mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Automatismen, gerade mit Rambo, mit Knorr. Aber auch, ich fand, Simon Strakelian hat das Spiel gut geleitet. Und sie haben dann wirklich gute Abschlüsse genommen. Und wir kamen überhaupt nicht ins Tempospiel. Haben versucht, sie dann ein bisschen mehr ihren Rhythmus zu stören. Wir haben versucht, so diese ersten Kreuzungen rauszunehmen, sie unter Druck zu setzen. Haben dann Ballgewinne und kommen über die Abwehr ins Spiel. Und kurz vor der Halbzeit waren wir plötzlich mit einem Tor vorne und keiner wusste so richtig, warum. Wir hatten das vor 4-5 Wochen gegen Leipzig ähnlich. Und und von da an war es, glaube ich, dieser Fight, den viele erwartet hatten. Und auch so ein bisschen Abnutzungskampf. Ich habe immer gezuckt, ob ich Spielern Pause gebe, um wieder noch ein bisschen frischer zu werden. Dann hat man es wieder nicht gemacht. Im Nachhinein haben wir 2 Punkte. Man muss sagen, das, was ich mir vorm Spiel gewünscht habe, dass wir nicht nur heute im Spiel die Unterstützung hatten von Team Handball, A-Jugend, Geschäftsstelle, muss man ja auch sagen. Das hat funktioniert. Jeder hat so seinen kleinen Teil dazu beigetragen, ob es jetzt im Training, in der Vorbereitung war oder heute im Spiel. Und am Ende waren es dann ein paar kleine Entscheidungen, die vielleicht dann für uns waren. Und vielleicht auch dieser Wille, was Frank gesagt hat, war dann da. Vielleicht konnten wir auch so ein bisschen befreiter mit der Situation umgehen. Wir hatten einen guten Lauf.
Alle haben uns eigentlich schon nach der Corona-Pause jetzt so, wie geht das überhaupt, könnt ihr überhaupt spielen? Und wir haben uns, glaube ich, zusammengekämpft. Ein paar sind ein bisschen über den Schmerzpunkt rausgegangen. Wenn ich mir den Jonathan Karlsburgert angucke, der 60 Minuten durchgeackert hat, vorne und hinten, dann ist das schon enorm. Und ja, es macht mich unglaublich stolz, also wie die Mannschaft das angenommen hat. Ich glaube, es gibt da, und da auf Frank zu kommen, es gibt da auch keinen Allheilmittel. Wenn ich jetzt sehe, Flensburg hat das, glaube ich, in einer überragenden Weise geschafft, aus dieser Quarantäne zu kommen mit den Siegen. Es gibt andere Mannschaften, nicht nur jetzt vielleicht Minden, sondern andere Mannschaften, die es nicht so gut schaffen. Wir haben jetzt ein Spiel gut geschafft und haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel. Und jetzt brauchen wir uns nicht zurücklehnen und hoffen, dass es weitergeht, sondern wir haben jetzt ein schweres Spiel in Coburg, da wollen wir nachlegen. Wir haben eine schöne Serie und jetzt gucken wir mal und hoffen, dass wir vielleicht dann ein, zwei Spieler noch wieder mehr einsetzen können. Aber das wissen wir nicht. Und wir müssen, glaube ich, bis Ende Juni flexibel bleiben. Das betrifft Minden, das betrifft uns, die ganze Liga. Und wir freuen uns, dass wir das Derby spielen konnten. Leider Gottes weiterhin ohne Zuschauer. Und ich glaube, das werde ich in jeder Pressekonferenz sagen. Es fehlte so ein bisschen was. Ich fand, das Spiel hat viel Derby-Charakter gehabt, weil es sehr viele emotionale Szenen gab. Und da haben beide Mannschaften beigetragen. Und das war ein tolles Handballspiel, weil sehr viel Spannung drin war. Aber die Zuschauer fehlen. Und ich hoffe, beim nächsten Derby sind sie wieder dabei. Danke. Danke dir, Florian. Viel Erfolg weiterhin. Ich schaue mal, ob da Fragen sind. Da wird viel geschrieben. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wünschen noch eine gute Heimfahrt und einen schönen Sonntag. Vielen Dank.